Minimalismus ist ein Lebensstil, der immer mehr Menschen anspricht. Die Idee, bewusst auf Überfluss und Ballast zu verzichten, um Platz für das Wesentliche in deinem Leben zu schaffen, kann zu mehr Zufriedenheit und innerer Ruhe führen. Der Gedanke, radikal auszumisten und seinen gesamten Hausstand zu überdenken, kann allerdings ganz schön einschüchtern, oder? Klingt nach viel Arbeit. Deshalb besprechen wir im heutigen Video eine Methode, mit der dir genau das einfacher gelingen kann. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin und folgende Themen werden wir im heutigen Video besprechen. Was sind sogenannte Microhabits und wie helfen dir Microhabits bei einem minimalistischeren Lebensstil? Bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, abonniere bitte unbedingt noch meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Microhabits sind winzige, einfache Gewohnheiten oder Handlungen, die in der Regel nur wenige Minuten dauern, aber eine langfristige Wirkung haben können, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Diese kleinen Schritte machen es dir leichter, neue Verhaltensweisen in deinen Alltag zu integrieren. Ganz einfach, weil sie minimalen Aufwand und wenig Zeit erfordern. Die Idee hinter diesen Microhabits ist es, dass sie als Grundlage für größere Veränderungen dienen können. Ganz einfach, weil sie Routine schaffen. Wie nutzen wir jetzt dieses Konzept, um eine minimalistischere Lebensweise zu beginnen? Der Kleiderschrank ist oft ein super Anfang. Beim Ausmisten musst du jedoch nicht alles auf einmal durchgehen. Beginne stattdessen mit einer Microhabit. Zum Beispiel, jede Woche miste ich ein Kleidungsstück aus, das ich nicht mehr brauche. Und dieses Kleidungsstück werde ich dann verkaufen, verschenken oder anderweitig entsorgen. Diese kleine Gewohnheit wird im Laufe der Zeit dazu führen, dass dein Kleiderschrank aufgeräumter ist und dass du nur noch Kleidung behältst, die du wirklich liebst und trägst. Digitaler Ballast kann ganz schön belastend sein. Oft genauso belastend wie der physische. Versuche eine Microhabit wie: jede Woche lösche ich 5 unnötige Dateien von meinem Handy oder von meinem PC. So hältst du nämlich dein Gerät in Schuss und bekommst gleichzeitig mehr Speicherplatz. Papierkram sammelt sich relativ schnell an. Er kann Unordnung verursachen und ganz schön auf die Nerven gehen. Setz dir deshalb ein Ziel wie zum Beispiel: einmal pro Woche sortiere ich meine Papiere und entscheide, was behalten werden muss und was ich entsorgen kann. Diese kleine Gewohnheit verhindert, dass sich unnötige Stapel ansammeln. Mach es dir zur Gewohnheit, jeden Tag einen Gegenstand zu entsorgen, den du nicht mehr brauchst. Miste diesen Gegenstand aus, entsorge ihn, verkaufe ihn oder verschenke ihn. Das kann alles sein. Das kann eine alte Zeitschrift sein, ein abgelaufenes Produkt oder ungeliebte Dekoration. Auf diese Weise entsteht stetig ein aufgeräumteres Zuhause, in dem nur Dinge sind, die dir wichtig sind und die du behalten möchtest. Überlege vor jedem Kauf, ob du das Produkt wirklich brauchst oder ob es vielleicht nicht doch nur ein Spontankauf oder eine kurzlebige Befriedigung ist. Eine Microhabit könnte hier zum Beispiel lauten: ich schreibe eine Liste, bevor ich einkaufen gehe. Und ich kaufe nur das, was auf der Liste steht. So vermeidest du in Zukunft Spontankäufe und achtest bewusster auf deinen Konsum. Reduzieren kannst du auch deinen Medienkonsum und die Zeit, die du online verbringst. Eine Microhabit für diesen Bereich könnte zum Beispiel sein: jeden Abend verbringe ich 30 Minuten ohne Handy und ohne PC. In dieser Zeit komme ich zur Ruhe und lasse den Tag Revue passieren. Diese Gewohnheit lässt dich zum Beispiel entspannter werden und sie kann sich sogar positiv auf deinen Schlaf auswirken. Das Wichtigste zum Schluss: Minimalismus ist ein fortlaufender Prozess. Überfordere dich nicht, indem du zu viel auf einmal willst. Wähle einen Bereich aus, den du vereinfachen möchtest. Und dann beginn schrittweise mit kleinen Veränderungen. Microhabits ermöglichen es dir, das Ausmisten und das Vereinfachen in kleine Schritte zu unterteilen. Diese kleinen Gewohnheiten werden dafür sorgen, dass Minimalismus dir nicht als überwältigende Aufgabe erscheint, sondern vielmehr eine kontinuierliche Reise ist, hin zu einem leichteren und erfüllteren Leben. Beginne mit einer kleinen Microhabit und integriere nach und nach mehr in deinen Alltag. So kannst du nachhaltige Veränderungen bewirken und die Vorteile des Minimalismus in deinem Leben entdecken.
Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.